Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Adventure 2. Ja, es geht endlich weiter. Beim letzten Mal sind wir auf den Smaragdmond gereist, um unseren guten Freund Baldino zu retten, der hier gefangen gehalten wird. Und da wir das Passwort geändert haben für die Mondlandung, greifen uns die Typen hier in den Raumanzügen nicht an, denn sie denken ja, wir wären ein normaler Esmeria, der hier sein soll. Deswegen können wir hier ungestraft herumlaufen, was ziemlich gut ist. Gucken wir mal, ob hier noch was in den Fässern drin ist. Nö, na gut, eben nicht. So, und Baldino ist eben in dieser Raumbasis hier irgendwo gefallen. Aber wir kommen da noch nicht rein, denn dafür müssen wir erstmal die Türen aktivieren. Wie komme ich da rein? Wie er uns jetzt auch sagen wird, sicher. Das Empfangsgebäude steuert die Öffnung sämtlicher Türen. Wenn Sie durch diese Tür wollen, müssen Sie dort nachfragen, ob man sie Ihnen öffnet. Ja, genau. Gehen wir einfach mal rein. Nachfragen wird wahrscheinlich ein bisschen schwer, denn wir können da leider nicht mit unserem Raumanzug rumlaufen. Hier gibt es solche Luftschleusen und es piept hier schön bei der Tür. Wir können nicht reingehen. Die Tür wird sich nicht öffnen. Die öffnet sich nur, wenn wir hier in diese Kammer gehen, unseren Anzug da drin lassen und rausgehen. Ja, dafür kommen wir halt eh so nicht mehr raus. Aber das wollen wir ja auch gar nicht, denn einfach so raus in den Weltraum ohne Schutzanzug, das ist, glaube ich, nicht so sonderlich empfehlenswert. Das sind meine Freunde, die Würstchen. Komm mal her. Put, put, put. Put, put, put. Komm mal mit. Na, ja, nicht du, der andere. Komm mit mir mit. So. Hey, jetzt schnapp ich mir den Raumanzug. Und er kann nichts mehr machen. Er wird einfach rausgesaugt. Und tschüss. Hehe. Und so kann man sich leicht Gegner entledigen. Es funktioniert leider nur mit dem einen, wie vielen? Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Das werden wir später sehen. Und mit dem einen Würstchen funktioniert es halt einfach nur. Der andere, der will nicht durch die Tür kommen. Leider, leider. Deswegen, naja, mal schauen. Den müssen wir jetzt so erledigen. Aber, komm. Komm noch, ja, komm noch. Passiert mit dir genau das gleiche wie mit deinem Kollegen. Traust dich nicht, was? Dann kommst du unseren magischen Ball zu spüren. Ey, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Haha. Komm, einmal noch. Na, der will nicht. Komm schon. Geht doch. Wir bekommen die eingesetzte Magie natürlich sofort wieder. Was auch wundervoll ist. Guck mal an, was hier so auf der Karte zu sehen ist. Twinsen guckt ganz erstaunt. Wir haben hier eine Karte der Mondbasis. Also das Ganze soll den Krater darstellen, in dem wir sind. Und diese eckigen Teile, das sind die Gebäude. Man kann sehen. Einmal Holomap. Kann ich mal zeigen. So sieht der Smaragdmond aus. Toll, ne? Ziemlich viel nichts. Da irgendwas Großes. Sieht so ein bisschen aus wie ein Vulkan, finde ich. Und eben hier die Mondbasis. Die können wir uns angucken. Da sieht man es. Die Zelle von Baldino ist da oben. Ich weiß zwar nicht, wie genau Twinsen das gesehen hat über den Plan, aber er hat es halt gesehen, er hat gute Augen. Ich konnte das nicht erkennen. Jedenfalls haben wir hier diese Basis und es wurde uns auch noch gerade eben oben die Kreide angezeigt, die Zauberkreide. Gucken wir uns doch mal an. Jetzt haben wir hier, neben den anderen Sachen, haben wir die Mondbasis auch als Plan. Ich finde, das kann man auf der Kreide wesentlich besser erkennen als auf dem Plan, den wir gerade eben gesehen haben. Man sieht man unten links, da sind so zwei Kreise, das sind die Raumschifflandeplätze, wo wir auch angekommen sind. Und unten rechts ist das Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, das Kontrollzentrum. Und die Tür hat das Zeichen einer Raute. Jetzt sieht man, da oben sind die drei Eingänge mit Kreis, Dreieck und Viereck. Die sind alle zu. Und wir werden die einfach mal aufmachen. Das machen wir hier, haben einfach Schalter. Dreieck, genau, nein, ich meine Viereck machen wir auf. Dreieck machen wir auch auf. Und Kreis auf. Jetzt sind die alle offen. Ich kann nochmal auf die Zauberkreide gucken. Wir müssen ganz nach oben hin. Wir können eigentlich irgendeinen von den Eingängen nehmen. Das ist vollkommen egal. Also wir können uns da frei entscheiden, welchen wir nehmen werden. Oben das X, das ist nicht von hier aus regelbar. Das ist noch geschlossen, aber da müssen wir sowieso erstmal nicht hin. Von daher ist das vollkommen egal. Ich schnappe mir erstmal wieder meinen Raumanzug hier. Und dann machen wir den Smaragdmond mal ein wenig unsicher hier. Ja. Ich frage mich, was der Typ draußen gedacht hat, als hier das Würstchen rausgeflogen ist. Muss bestimmt lustig ausgesehen haben. Ja, auf jeden Fall sind jetzt diese ganzen Türen offen.
Und ich könnte jetzt... Ich habe schon sportliche Kleidung. Ist aber so langsam. Ich könnte jetzt hier die anderen beiden nehmen. Den rechten und den mittleren. Aber ich möchte den linken nehmen. Denn da finden wir eine Kleinigkeit, die wir sehr gut gebrauchen können. So. Erstmal wieder den Raumanzug ausziehen. Und dann können wir hinein in die Basis. So. Jetzt gehe ich direkt mal hier links in die Ecke. Denn da finden wir ein Kleberkästchen. Und was wir auch finden... Moment. Das ist jetzt... ich habe die Abkürzung für den Schutzzauber vergessen. Und die stehen mir im Weg und lassen mich nicht raus. Oh. Dann kommt. Lass mich mal raus. Ich möchte nämlich einfach nur weg. Oh Gott, mein Schutzzauber ist, hat gleich keine Magie mehr. Okay. Das Problem hier ist nämlich, wir können zwar... oh Gott. Irgendwas ist mit der Steuerung nicht ganz in Ordnung. Die Knöpfe bleiben manchmal gedrückt. Also, Moment, ich muss mal eben irgendwo hin, wo es sicher ist, damit ich euch das erklären kann. Ich bin da gerade eben weggelaufen. Och nö, komm schon. Ich bin da gerade weggelaufen, weil immer mehr Soldaten gekommen werden. Also man kann die ganze Zeit besiegen, aber es werden nicht weniger. Und es kommt immer wieder Nachschub. Deswegen ist das total nicht gut, da stehen zu bleiben. So, hier bin ich sicher. Also, ich habe gerade irgendwie ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob das an der DOS-Box liegt. Mal schauen. Ich kann nämlich nach rechts drücken. Und dann lasse ich los. Und Twinsen dreht sich noch eine Sekunde länger weiter rum. Also, ich lasse jetzt los. Und jetzt hat Twinsen aufgehört, sich zu drehen. Das ist irgendwie nicht so toll, wenn man dann irgendwie irgendwelche Gänge manövrieren muss. Das ist scheiße, ehrlich gesagt. Aber egal, ich mache das jetzt... Ich mache das jetzt so, mit der komischen Steuerung. Und werde einfach mal gucken, was ich da raus machen kann. Oh Gott, schieß mich nicht da wieder zurück, so. Ein Herz, das ist schon mal gut. Ja, mal sehen, ist jetzt auch... Ich werde jetzt einen Smaragdmond machen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, der blöde Techniker, der schießt nur auf uns. Den lasse ich mal in Ruhe, denn der trifft uns das sowieso nicht. Der hier stellt wieder ein viel größeres Problem dar. Die mit ihren Partyspießen sind nervig. So. Moment, die Tür ist zu, ne? Wie mache ich die Tür auf? Ich glaube, ich muss hier hinten irgendwo... Ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss hier hinten irgendwo einen Schalter betätigen. Beziehungsweise ein Rad drehen. Dann kann ich das Tor öffnen. Nicht, dieses da. Man sieht schon, da ist auch noch eine andere Tür, die auch so gestreift aussieht. Also mit Schwarz-Gelb. Die Farben von Borussia Dortmund. Und wenn ich das Rad betätige, geht die Tür auf. Und dann müsste die andere eigentlich auch aufgehen, soweit ich mich richtig erinnere. Ich zeige euch nochmal, wie es hier weitergeht. Also da ist da die Tür zur Luftschleuse und ansonsten ist hier nichts mehr weiter. Nur dieser blöde Techniker, der mich da wieder angreift. Aber den ich jetzt immer nicht töten werde. Boah, guck mal, wie weit er schießen kann. Mann, Mann, Mann. Ich brauche Lebensenergie. Nein, keine Magie. Wobei, Magie kann ich auch gebrauchen. Und das Schlimme ist jetzt hier, wenn ich die Tasten loslasse und der Twinsen einfach noch weitermacht, kann ich in der Zeit nichts anderes drücken. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht dieses Menü hier öffnen. Ich muss erst warten, bis es aufhört, festgepappt zu sein. Das ist sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann jetzt auch nichts daran ändern. Wir machen einfach weiter. So, und wie man sehen kann, die Tür ist offen. Voila. Wunderbar. Ich muss nur noch mal das Würstchen hier entledigen. Komm. Lass mich in Ruhe. Oh, Lebensenergie, das sehe ich gerne. Gucken wir noch mal hier ins Fass rein. Vielleicht finden wir da was. Lebensenergie. Oh cool, ich habe wieder volle Lebensenergie. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr gut, das geht schnell hier. Und direkt noch ein bisschen Magie dabei. Das passt doch. Ja. Ach, guckt euch das mal an. Sieht das nicht schön aus? 7 Kleeblattkästchen schon. Hätte jetzt noch 7 Kleeblätter, wäre es wesentlich besser. Und ich komme nicht mehr aus dem Menü raus. Jetzt. Komisch. Egal. Ich muss hier noch mehr Fässer untersuchen. Ich möchte... Oh, oh. Ich möchte mehr Magie haben, aber ich muss die ganze Magie jetzt schon wieder verschwenden. Möglicherweise kann er die nicht einsammeln. Ein Schlüssel. Cool. Guck mal, hier in das Fass, da ist bestimmt auch noch was drin. Mal mehr Magie.
Ja, das ist doch in Ordnung. Gucken wir mal weiter. Oh, hier ist der Gang richtig in den Fels hineingeschlagen worden. Und eine Gefängniszelle mit Baldino und einem Techniker. Und ich kann nichts mehr machen. Na gut, gucken wir uns die Sequenz einmal an. Twinsen! Endlich! Twinsen! Es ist einfach furchtbar. Die Esmeria haben Reaktoren auf dem Smaragdmond gebaut. Sie wollen sie auf Twinsun abfeuern und unseren Planeten explodieren lassen. Sie gehorchen ihrem Gott, der auf wunderbare Weise wiedergeboren wurde, und sie wollen eine alte Weissagung erfüllen, die ihren Planeten wieder zu dem Paradies machen soll, das er früher einmal war. Aha, das ist doch schon mal sehr interessant. Es stimmt! Wir sind von Dark Monk, unserem wiederauferstandenen Gott, reingelegt worden. Wir müssen diese Entwicklung stoppen, aber die Reaktoren sind unzerstörbar. Sie werden von Zelig aus ferngesteuert. Das Kontrollzentrum wurde auf dem Eiland CX errichtet. Unsere einzige Chance, die Katastrophe zu verhindern, ist, das Zentrum zu zerstören. Oh Gott, okay, also die Esmeria wollen den Mond auf Twinsun abschießen. Das ist nicht gut, das müssen wir unbedingt verhindern. Wir müssen hingehen und Twinsun retten. Ja, da sagst du was, Twinsun. Ich bringe euch zu den Rebellen. Nur sie können uns helfen. Sie hängen immer noch in ihren Kneipen und nicht ganz koscheren Orten rum. Aber jetzt müssen wir hier abhauen. Wir dürfen auf keinen Fall hier bleiben. Klingt nach einem Plan. Los, laufe vor. Oder ich laufe besser vor. Denn da kommen sicher wieder irgendwelche Gegner, die etwas dagegen haben, dass wir hier ausbrechen. Wobei... Oh, wow. Wow, danke Baldino. Warum hast du dich überhaupt fangen lassen, wenn du so stark bist? Naja, ich mach mal die Tür auf. Denn die ist hinter uns wieder zugegangen. Diese hier, diese gestreifte. Nein, lass mich vor. Nein. Mir nach. Es ist ihm vollkommen egal, dass der Esmeria hier stirbt. Nach CX. Eiland. CX. Wir werden das tun. Oh Mann. Oh, da kommt ja noch einer. Ja, ja. Es gibt also nicht nur böse Esmeria. Nein, nein. Aber der Großteil der Esmeria wurde verblendet von dem wiedergeborenen Gott Dark Monk. Mal schauen, was dahinter steckt und was wir noch alles herausfinden können. Oh, zwei auf einmal. Ist aber unfair hier. Komm, bleib mal weg. Bleib mal weg hier. Komm. Lass mal. Jetzt. Aber. Hm. Wo ist Baldino hin? Warum hilft er mir nicht? Und warum sind hier Typen, wenn Baldino hier durchgelaufen ist? Das ist doch unfair. Komm schon, stirb so, du auch. Ja, genau, sammel noch das Herz ein. Ist klar. Jetzt ist hier aber mal Feierabend hier. Boah, mein Gott. 7 Herzen, immerhin. Aber ich habe absolut keine Magie mehr. Das ist nicht gut. Aber, naja. Wir haben ja die... Da müssen wir durch. Das ist der Eingang X. Da müssen wir raus. Da hat Baldino sein Raumschiff geparkt irgendwo. Und das ist aber zu. Das sieht man an den roten Ringen hier auch. Und diese roten Ringe können wir da oben deaktivieren. Allerdings, wie man sehen kann, Techniker oder komische Typ mit Pistolen können auch Doktoren sein. Wobei, naja, Techniker sind wahrscheinlicher. Denn die Doktoren oder Techniker... Doktoren ja da auch an dem Apparat rum. Deswegen nehme ich einfach mal an, dass es Techniker sind. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber das ist mir jetzt vollkommen egal. So. Ja, Baldino, gedulde dich. Ich möchte die hier auch noch fertig machen. Boing. Der hat sogar einen Schraubenschlüssel in der Hand. Aber der macht überhaupt nichts. Hm. Der guckt nur seinem Freund zu und wundert sich, warum er die ganze Zeit irgendwelche Bälle gegen den Kopf bekommt. Ja, komm, Twinsen, lauf doch. Nein. Okay. Jetzt drücke ich gar nichts. Aber... Twinsen hat einfach noch weiter Bälle geworfen. Das ist komisch. Ich muss was gegen diesen komischen Bug machen. So, du musst auch noch drauf gehen. Den kümmert das auch überhaupt gar nicht. Vielleicht hätte ich versuchen sollen, mit dem zu reden. Hm. Ich mache jetzt mal das Ding kaputt. So. Ich mag den Sound, wenn es kaputt geht. So, vielleicht mal noch was in den Fässern. Nicht? Beschiss. Vielleicht von der anderen Seite? Auch nicht. Ja, toll. In dem wenigstens. Da ist auch nichts drin. Ja, was soll das denn sein? Na gut. Dann haben wir hier nichts weiter verloren. Wir müssen nach Zelig zum Eiland CX, um zu verhindern, dass die Reaktoren hier gezündet werden. Das ist übrigens dieses große Ding, wo ich meinte, das sieht aus wie ein Vulkan. Das ist der Reaktor.
Hier auf der Karte auch schön zu sehen, das große Ding da oben. Und ja, damit wollen sie den Mond also auf Twinson schießen. Das kann ja heiter werden, wenn das passiert. Oh Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich habe mein Raumschiff neben dem Krater gelassen. Wir können über den kleinen Außenhof fliehen. Okay, alles klar. Ich ziehe mir nur schnell meinen Anzug an. Und du, cool, wie sich den Helm überzieht. Und dann extra mit Rüssel drin. Ach, schön. Dann steigen wir mal in Baldinos Raumschiff und fliegen nach Zelig. Oh, kein Benzin mehr. Oder kein Treibstoff. Ich weiß nicht, ob das Raumschiff auf Benzin basiert. Ich glaube es eher nicht, aber... Autsch. Aber es ist auf jeden Fall stabil gebaut. So viel müssen wir bald nur lassen. Also das hat einen Aufprall von außerhalb der Atmosphäre überstanden. Das ist nicht schlecht. Wir müssen sie irgendwie aufbekommen. Aha. Da steht aber was ganz anderes. Twinson, ich habe das Raumschiff beim Landen beschädigt. Geht doch. Ich brauche etwas Zeit, um es zu reparieren. Auf dem Mond habe ich den Treibstoff der Zelicher entdeckt. Er heißt Gasogen und ist mehr als gut. Du musst uns welchen besorgen. Okay, werde ich versuchen. Aber Jerome, ich muss das Eiland CX finden und die Maschinen zerstören, die die Mondreaktoren steuern. Sicher, aber früher oder später brauche ich Gasogen. Außerdem kann ich damit dein Protopack leistungsfähiger machen. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Alles klar, da sind wir wieder. Auf Zelig. Genauer gesagt, auf der Insel Othringal. Bloß dieses Mal sind wir nicht über den offiziellen Weg gekommen, über den Weltraumhafen, sondern sind hier auf dieser kleinen Inselbruch gelandet. Und müssen versuchen, einmal zum Eiland CX zu gelangen und zum anderen eben Gasogen zu finden. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Und was wir noch alles auf Zelig entdecken werden. Was muss ich tun? Nein, das möchte ich mir nicht anhören. Das habe ich gerade schon gehört. Ich wollte eigentlich nur in die Box, aber an die Werkzeugkiste da. Nun gut. Ich denke, das soll es jetzt erst einmal für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder, hoffe ich. Also, macht's gut und ciao.